Hallo zusammen, im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie du dich in Moodle einloggst. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Materialien im Moodle-Kurs nutzt, Aufgaben bearbeitest, einreichst und Feedback deiner Lehrerinnen und Lehrer abrufst und wie du über das Forum mit deinen Mitschülerinnen und Schülern kommunizierst und diskutierst. Wenn du von deinen Lehrerinnen und Lehrern in ihre Kurse aufgenommen wurdest, findest du diese im Dashboard. Um einen deiner Moodle-Kurse zu öffnen, klickst du ihn an. Hier bekommst du dann alle Inhalte angezeigt, die dir zur Verfügung stehen. In diesem Moodle-Kurs einer Lehrerin zum Thema Pythagoras sieht das zum Beispiel so aus. Hier siehst du, was du für das Thema Pythagoras benötigst. Dazu hat die Lehrerin auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Dieses Symbol zeigt dir, dass irgendetwas verlinkt ist. Wenn du draufklickst, siehst du, dass es hier ein Video ist. Hinter diesem Symbol verbirgt sich ein Bild oder eine Grafik. In diesem Fall handelt es sich um eine Zeichnung. Hier ist eine Aufgabe, die du bearbeiten musst. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Mit Klick auf die Aufgabe kannst du die Aufgabenstellung ansehen und dir gegebenenfalls angehängte Dateien herunterladen. Wenn du die Aufgabe bearbeitet hast, lädst du dein Arbeitsergebnis hier hoch. Dazu ziehst du deine Datei in das Feld und bestätigst deine Abgabe mit Änderung sichern. Diese Seite kannst du mit Klick auf die Aufgabe jederzeit wieder aufrufen. Hier siehst du, ob und wie lange du die Abgabe noch bearbeiten kannst und ob deine Lehrerin schon eine Rückmeldung dazu gegeben hat. Wenn du runterscrollst, siehst du das Feedback, das du für die Aufgabe bekommen hast. Hier sind das 80%, eine Rückmeldung in Textform und Anmerkungen in deiner hochgeladenen Datei. Und falls sich während der Bearbeitung der Aufgabe Fragen ergeben, die Lehrerin dieses Moodle-Kurses hat ein Forum angelegt, in dem du deine Frage stellen oder auch auf Fragen deiner Mitschülerinnen und Schüler antworten kannst. Antworten kannst du hier natürlich auch von dieser Lehrerin erhalten. Hier hat schon jemand eine Frage zur Aufgabe gestellt. Wenn du dazu etwas kommentieren möchtest, klickst du auf das Thema und dann auf Antworten. Wenn du selber eine Frage posten möchtest, klickst du dazu auf Neues Thema hinzufügen. Gib deinem Post im Feld Betreff einen passenden Titel und tippe deine Frage im Feld Mitteilung ein. Mit Klick auf Beitrag absenden wird deine Frage veröffentlicht. Jetzt weißt du, wie man in Moodle Dateien abruft, Aufgaben abgibt, Feedback erhält und selber Fragen stellt bzw. Fragen anderer beantwortet. Wenn du in Zukunft mit Moodle arbeitest und lernst, werden dir neben den Funktionen, die ich dir gerade gezeigt habe, mit Sicherheit auch noch andere Funktionen begegnen. Viel Spaß bei der Arbeit mit Moodle!